So, hi zusammen, hier ist der David und die Susi. Wir machen heute für euch das Speed Workout für die Speedbeat Challenge. Das heißt, wir werden ein knackiges Bodyweight Tabata Workout machen. Wir machen insgesamt 4 Übungen, so dass ihr den ganzen Körper trainiert habt. Wir machen am Anfang noch ein Aufwärmtraining. Das könnt ihr so 1:1 mitmachen und dann habt ihr auf jeden Fall ein sehr gutes Workout für die Woche. Okay, ready? Gut. Wir machen erstmal ein Aufwärmtraining, das heißt, wir gehen alle Gelenke mal so ein bisschen durch, die wir nachher auch beanspruchen. Wir machen erstmal die Wirbelsäule, das heißt, einfach mal hinstellen, locker und wir federn zur Seite. Bleibt so. Einfach gucken, dass wir hier locker federn. Macht nicht so viel, das ist für die Wirbelsäule einfach locker. Versucht den Kopf schön hängen zu lassen, wir wechseln die Seite. Sehr wichtig, dass ihr das für jeden Workout macht, damit ihr es auch im Training. Okay, nehmen einmal die Hände, damit wir auf das Tab setzen. Einmal runter, locker federn. Okay, von hier jetzt locker rotieren. Wenn ihr nicht so tief kommt, kommt ein bisschen in die Knie, kein Problem. Ganz locker schräg. Okay, wir bleiben hier unten. Wir gehen ein bisschen in die Knie. Einmal den Rücken rund machen und wir drehen uns auf. Genau. Das ist zur anderen Seite, das ist nicht der Schlechteste. Okay, wir wechseln die Seite. Okay, haben wir schon die Wirbelsäule in allen Bereichen aufgewärmt. Wir machen noch die Streckung. Das heißt, ich zeige es einmal von hier, die Hände in den Rücken und dann strecken wir uns hier. Genau. Einmal schön strecken. Könnt die Hände auch gerne ein bisschen höher positionieren. Wichtig, dass ihr die ganze Wirbelsäule streckt. Wichtig, noch ein bisschen die Schulter auf jeden Fall aufzuwärmen. Dafür mobilisieren wir die Brustwirbelsäule. Das heißt, wir machen folgende Übung. Wir nehmen die Arme hinten rum, machen uns auf hier, der Brustkorb öffnet sich, die Hände zusammen, Hände vor die Brust, rund machen und dann wieder hinten rum. Erstmal langsam machen, wieder rund machen, der Brustwirbelsäule drauf. Jetzt könnt ihr es immer ein bisschen schneller machen und versucht den Impuls aus der Brustwirbelsäule anzunehmen. Wenn es knackt, ist das immer gut. Schön die Schulter mit dabei und die Brustwirbelsäule. Okay, gut. Machen wir ein bisschen die Handgelenke, vor allem, weil wir gleich so einen Baumkleidungs machen. Das heißt, einmal die Finger spreizen, greifen, rotieren, öffnen, wieder drehen. Greifen, rotieren. Genau. Wenn ihr das einmal drin habt, könnt ihr das ein bisschen schneller machen. Machen wir ein bisschen für die Hüfte. Wir machen einen breiten Stand. Einmal, wir schieben das Gewicht nach hinten und so, dass wir hier ein bisschen die Dehnung haben und kommen wieder hoch. Genau, einmal nach hinten und wieder hoch. Gut, um die Armaturen ein bisschen zu mobilisieren, weil wir nachher auch Squats machen. Öffnen wir ein bisschen die Vorderseite. Wir machen einen Schritt nach vorne. Ich zeige jetzt mal seitlich auch dabei. Schritt nach vorne. Das hintere Bein muss gestreckt sein. Schiebt die Hüfte nach vorne. Dann gehen wir einfach die Beuge in das Knie und machen uns lang und strecken uns und wieder hoch. Jetzt. Einmal lang machen und wieder hoch. Und wechseln wir die Seite. Hintere Beine werden gestreckt. Hüfte kippen. Und lang machen.
Okay, machen wir noch ein paar Overhead-Squats. Das heißt, die Arme nach oben, werden schön breit, die Füße könnt ihr leicht nach außen drehen. Guckt, dass ihr den Oberkörper so aufrecht wie möglich bleibt, oben und unten. Genau. Letzte, das sind wir auf jeden Fall schon warten. Wir sind für die Rückseite. Guckt, dass ihr auf ein Bein kommt und dann Hüfte stabil und so, als ob ihr was aufheben wollt. Und wir kommen wieder hoch. Genau. Achtet darauf, Bauch fest, hintere Beine strecken und wieder hoch. Macht das, was ihr könnt. Ne? Wenn ihr nicht so tief könnt, kein Problem. Und schön atmen. Okay, wechseln die Seite. Fangt am besten mit der starken Seite immer an, damit ihr auf jeden Fall die Sicherheit habt. Euer Gehirn weiß, okay, da sind wir sicher. Okay. Mal ein bisschen das Fußgelenk. Einfach Bein nach vorne stabilisieren, ein bisschen kalt. Fußgelenke und Handgelenke solltet ihr auf jeden Fall immer mit aufwärmen. Egal ob ihr laufen geht, Krafttraining macht, andere Richtung. Die andere Seite. Wenn es mal knackt, ist kein Problem. Heißt einfach, müsst ihr das öfters machen. Andere Richtung. Okay, gut. Das war's Warm-up. Jetzt fangen wir an. So, nachdem wir aufgewärmt sind, geht es jetzt los mit dem Tabata-Workout. Wir fangen an mit den Squats. Das können wir ohne Probleme, ohne Equipment zu Hause machen. Ich mache es einmal vor. Also wir machen jetzt im Tabata-Modus, das heißt 8-mal hintereinander. Am besten besorgt ihr euch irgendeinen Timer, wo ihr so eine Tabata-Funktion drin habt. Oder ihr stellt das Handy, ist eigentlich auch kein Problem. Das heißt, wir machen 8-mal die Übung, 20 Sekunden Training, 10 Sekunden Pause, wobei die Pause eher aktiv ist. Das heißt, wenn du am Boden bist, du stehst in einer schönen, breiten Schulterposition, so wie Squats für dich am angenehmsten sind, nimmst die Arme nach vorne, du machst 20 Sekunden schön dynamische Squats, schön so tief wie es geht. In den 10 Sekunden hältst du die Spannung. Ja? 1 Minute halb und dann nachher 20 Sekunden halb. Okay, ready? Ich stelle einen Timer. Ihr könnt das so 1:1 mitmachen, ne? So, jetzt hält er schon 10 Sekunden runter und dann geht's los. Position ist sehr gut. 3, 2 und los geht's. Ja, sehr schön. Guckt immer noch, dass der Rücken schön gerade ist bei den Squats. Und wenn ihr merkt, ihr kommt nicht so tief, stellt euch ruhig ein bisschen breiter. Noch 3. Okay, jetzt hier halten. Ja. Schön atmen. Das ist die aktive Pause. Noch 3, 2, 1 und weiter geht's. Streckt schön die Hüfte nach vorne. Denkt immer daran, die Hüfte am Schluss zu strecken. Noch 10. Und unten halten. Ja. Umso tiefer ihr kommt, umso intensiver wird das. Ne? Man kann auch sagen, wenn es so easy ist, man nimmt sich noch ein kleines Gewicht, aber wartet die 8x8, das ist so schön anstrengend. Und weiter geht's. Ja. 8 nur schön auf eure Füße, dass sie schön gerade sind. Die dürfen leicht nach außen drehen und die Knie gehen immer über die Fußspitzen hinaus. Und schön. Genau. So, am Anfang ist noch easy, aber so langsam dürfen wir die Susi das merken. 3, 2 und weiter geht's. Ich habe bewusst Übungen ausgewählt, wo ihr viele Muskeln mit trainiert. Guckt vor allen Dingen, wenn ihr abnehmen wollt, dass ihr immer die großen Muskeln trainiert. Das heißt, gerade die Beine extrem wichtig zu trainieren. Noch 5. Die Hälfte haben wir jetzt schon. Und
dieser sehr tiefen Position, das ist schön anstrengend. 3, 2, 1. Noch viermal, weiter geht's. Strecke nochmal schön die Hüfte immer am Schluss nach vorne. Schön durchhalten zu Hause. Und halten. So, noch dreimal, dann macht das. Jetzt brennt es einfach, ne? Ja. Gut. Toll, brennt. Das Schöne beim Tabata ist, wir haben ein sehr kurzes Workout und weiter geht's. Die letzten zwei. Aber sehr effektiv. Da braucht ihr auch kein extra Gewicht, das reicht. Und die letzten fünf. Halten. Zweimal noch, dann habt ihr es geschafft. Auf 5. Schön durchstellen. Und weiter geht's. Okay, zweimal. Das heißt, ihr habt immer 4 Minuten pro Übung. Das ganze Workout geht 16 Minuten lang. Und dann habt ihr einen super ganzen Workout. Und länger braucht ihr gar nicht drin. Auf 5. Und letztes Mal, komm, schön tief, haltet durch. 5, 4, 3, 2, halt durch. Kommt noch einmal Squats, 20 Sekunden noch, dann ist vorbei. Ich hoffe, ihr seid noch dabei. 10 Sekunden, komm. Das wäre die erste Übung. Könnt ihr kurze Pause machen, dann machen wir gleich direkt weiter. Wir haben jetzt die Beine trainiert. Das war jetzt auch schon eine gute Aufbauübung, ne? Wenn ihr jetzt ein cooles Depot. Trotzdem habt ihr die Kraftkomponente mit dabei, also sehr coole Übung. Was wir als nächste Übung machen, ich zeige euch schon mal, sind die Mountain Climbers. Ja? Weil das Schöne ist, die haben eine Art Liegestützposition. Ne? Und gerade bei Frauen, die sind jetzt meist nicht so stark im Liegestütz, aber wenn wir hier in diese Stützposition gehen, haben wir auch eine Art Liegestütz. Ne? Das heißt, achtet darauf, dass die Hände unter den Schultern sind, dass hier der Po fest ist und der Bauch. Ja? Aus der Position die Knie ran und schnell. Ran und schnell. So, wenn ihr das einmal macht, dann könnt ihr auch das schneller machen. Ne? Das könnt ihr hier auch richtig schön Speed geben. Wichtig, dass ihr vorne bleibt und stabil. Ja? Das Ganze machen wir auch in dem Modus. 8 Mal, 20 Minuten Training, 10 Sekunden Pause. Würde sehr anstrengend, aber ich mag das. Okay, ich stelle den Timer ein. Kannst gerne schon runter in die Position gehen. Komm ruhig nochmal rein hier. Genau. So. Wir starten in 10 Sekunden. Nimm die Hände ein bisschen enger. Genau. Kopf ist sehr schön. Genau. Sieh schön gerade. Ja. Und los geht's. Jetzt kannst du Speed geben. Genau. Das kann ich schneller machen, wenn du es kannst. Genau. Trotzdem achtet darauf, dass ihr im Rücken einigermaßen stabil seid. Schön ist, wir haben auch den Hüftbeuger und die Bauchmuskulatur, die hier richtig gut mitarbeiten. Noch 5, 4, 3, 2, 1 und Pause. Lass locker, hier raus, genau. Ruder steht 10 Sekunden aus, die Wettbewerbe, die Arme sind da ganz schön schwer. Okay, 3, wieder Position, Arme enger und go. Weiter geht's. Genau, schön atmen dabei, gut, dass der Kopf gerade ist. Genau. Eine meiner Lieblingsübungen machen kann, weil wir sehr viel kombinieren, viele Muskeln trainieren gleichzeitig. Und Pause. Genau, atmen wir durch. Okay, noch 3, wieder in Position. Und weiter geht's. Achtet auch darauf, dass die Hüfte schön stabil ist. Das heißt, wenn ihr den Bauch immer ein bisschen fest macht, ist die Hüfte auch schön stabil. Genau. Und achtet darauf, dass ihr nicht zu weit nach hinten geht. Bleibt schön vorne, so wie die Susi. Das sieht sehr gut aus.
Und Wind. Jetzt wird es anstrengend. Aber das ist ein mega fettbündiger Workout. 3, 2, 1 und weiter geht's. Genau, sehr schön. 10 Sekunden. Und noch 5. Halte durch. Und wait. Okay, Hälfte haben wir. Jetzt wird warm. Jetzt wird der Kampfgeist gefordert. Alles gut? Ja. Okay. Und weiter geht's auch. Noch 4 Mal, dann hast du es. Genau, bleib weiter und stabil. Das sieht sehr gut aus. Kopf ein bisschen runter. Gerne. Guck immer, dass die Halswirbelsäule auch gerade ist. Noch 5. Komm, ein Tritt. Und way. Okay, 3 Mal. Atme nochmal tief durch. Gleich was. Mach ruhig ein bisschen langsamer, damit ihr mehr zu spielen. Und weiter geht's. Letzten 3 Mal. Macht euer Tempo. Ja? Ihr müsst auch gar nicht so viel Gas geben. Könnt das auch schön langsam machen. Wenn ihr nachher merkt, es geht gar nicht mehr, dann versucht euch einfach nur zu stützen in der Position. Noch 5. Halt euch kaputt. 3. Und gut. Sehr gut. Okay, letztes Mal mal. Okay, Endspurt. Und komm. 2 Mal. Ja, schöne Spannung immer noch. Sie ist schön weit vorne. Achte darauf, dass ihr nicht zu weit hinten fallt. Letzten 5 Mal. 3. Und break. Durchatmen, letztes Mal. Ja, danach wisst ihr, was ihr gemacht habt. Und los geht's. Letztes Mal. Ich glaube, genau das Workout werde ich auch den kleinen Kurs diese Woche machen. Steht mich wieder Tabata an. Komm, halt noch 10 Sekunden. Ja, letzten 5. Halt euch, halt euch, komm, komm. 3. Ja, gut. Sehr gut. Ja, das ist gut. Okay, atmet mal tief durch, trinkt ruhig gerne mal was. So, jetzt dürft ihr auf jeden Fall schon mal euer Puls richtig hoch sein. Wir gucken, dass wir jetzt nochmal einen Kraftzug machen. Wir versuchen immer, Kraft und Ausdauer zu wechseln. Ja? Ich erkläre schon mal die Übung, kannst du ein bisschen Pause machen. Guckt auch, dass ihr nach den Übungen tatsächlich mal so 2-3 Minuten Pause macht. Ne? Okay, nächste Übung. Den Chor haben wir gerade schon. Ja. Wir machen Folgendes. Ihr legt euch einmal hin. Okay, das Allerwichtigste bei der Übung ist, dass ihr hier keinen Platz habt. Das heißt, theoretisch, wenn ihr die Beine hochnimmt, muss der Unterrücken auch ruhen bleiben. Das ist das Allerwichtigste. Wir fangen erstmal hier an. Nehmt die Arme gestreckt vom Kopf. Ja, ihr könnt auch gerne, wenn ihr Nackenprobleme habt, den Kopf hier in die Arme reinlegen. Von hier aus gehen wir nachher mit den Schultern ein bisschen hoch und ihr guckt, wie tief ihr kommt, ohne dass der Unterrücken sich löst. Ja, wenn ihr merkt, ah, da kommt der Unterrücken mit, dann haltet ihr diese Position. Das wird die 20 Sekunden Kraftposition. Wenn ihr merkt, das geht nicht, hey, kommt nach hier. Kein Problem. Ja? Ihr werdet merken, umso mehr Rücken ihr macht, umso höher müssen die Beine kommen. Kannst du wieder? Gut. Okay, nächste Übung. Der wieder Timer an. Theoretisch könnt ihr auch einfach mit dem Timer hier mittrainieren. Ne? Könnt das eins zu eins nachmachen. Okay? Okay, 10 Sekunden geht's los. Streck die Arme. Leg den Kopf ruhig in die Arme rein. Streck die Arme ganz. Beine hoch. Und los. Okay, ich kontrolliere das hier. Der Unterrücken, genau. Nachgearbeitet, ein bisschen höher mit dem Bein. Aus der Unterrücken. So ist perfekt. Genau. Ihr könnt euch gerne ein Handtuch unter den Rücken legen. Wenn ihr merkt, ihr könnt das Handtuch wegziehen, dann müsst ihr den Unterrücken mehr auf die Matte, beziehungsweise die Beine ein bisschen höher. Genau. 3, 2, 1 und rück. Kurze Pause. Lasst da wirklich ab. Ne? Gönnt euch die lange Pause von 10 Sekunden.
Okay, noch 3, 2, 1, weiter geht's. Genau, komm ein bisschen mehr mit den Schultern hoch. Ja, genau, da wollen wir. Ich kontrolliere wieder. Sehr schön. Genau. Eine super, super Core-Übung. Damit trainiert ihr den Bauch. Perfekt. Und ihr könnt selber die Intensität wählen. On, wait, Pause. Geht's im Bauch? Ja, ne? Das ist eine meiner Lieblingsübungen für den Bauch. Ihr müsst gar keine viele Crunches machen, sondern sowas ist viel effektiver. Und weiter geht's. Stabilisation, ja, die Rumpfmuskulatur zum Stabilisieren, da nicht zum Beugen. Genau. Leg ruhig die Arme in den, ja, ja, genau. Guckt, dass es für euch angenehm ist. Trotzdem die Schulter immer ein bisschen anheben und den unteren Rücken fest auf den Boden. Und bei Pause. Gut. Okay. 3, 2, 1 und weiter. Genau, super. Kontrollieren nochmal. Ah ja. Genau, ja. Das merkt man vielleicht mit der Zeit, aber kontrolliert immer noch mal wieder, dass der Unterboden fest am Boden ist. Weil nur dann habt ihr den Core richtig aktiv. Ansonsten geht es zu sehr. Noch 3, halt durch, noch schön ab. Und weg. Okay, Halbzeit. Ja. Wie gesagt, wenn ihr merkt, es wird zu anstrengend, kommt mit den Beinen ein bisschen höher. Gar kein Problem. Und weiter geht's. Noch 4 Mal, dann macht ihr es. Genau. Und achtet immer auf die Atmung. Das ist ganz wichtig. Wenn ihr Luft anhaltet, dann nicht gut. Dann könnt ihr die Spannung so treiben. Noch 5, 4, 3, 2, 1. Okay, noch 3 Mal, dann habt ihr es. Dann gibt es nur noch eine Übung, dann seid ihr schon durch. Okay, und weiter geht's. Schulter ein bisschen hoch, genau, unterm Rücken. Perfekt, sehr schön. So, seid ihr noch dabei? Schön weitermachen. Ne? Nicht aufgeben. Noch 5, 4, 3, 2, 1 und los. Es kann auch sein, dass ihr jetzt hier eine Hüfte merkt, wenn es eure Hüftbeuge. Ne? Der muss nämlich hier auch richtig gut stabilisieren. Das ist meist auch der limitierende Faktor. Noch 2 Mal. Okay, und dann. Genau, gucken wir mal, wie viele geben können. Sehr gut, den unteren Rücken wieder kontrollieren. 10 Sekunden. Auf 5. Und weg. Okay, einmal. Das ist ein richtig schön gutes Ganzkörper-Workout. Werdet ihr vielleicht auch morgen merken noch. Und weiter geht's. Letzte Mal, komm. Halte gut. 20 und Endspurt. Genau. Sehr schön. Ein bisschen tiefer. Komm. Ja, letzte Endspurt. Ja, genau. Da kommen wir hin. Komm, halte, halte, halte. Letzte. Und break. Gut. Yes. Sehr gut. Okay. Haben wir gut trainiert. Dann würde ich sagen, zum Schluss machen wir jetzt noch einen Rücken. Ne, du hast ein bisschen Pause. So, Rücken ist immer sehr schwierig zu trainieren, wenn ihr nichts zum Ziehen habt. Ne? Die nächsten Workouts werden wir sehr wahrscheinlich auch mit einem Miniband machen, beziehungsweise mit einem Resistance-Band, weil da könnt ihr ziehen. Wenn ihr nicht die Möglichkeit habt, gibt es sehr wenige Übungen, die ihr machen könnt. Eine Übung, die ich sehr gut finde, ist das vorgebeugte Reverse Flies, das heißt, ihr kommt hier in so eine vorgebeugte Position. Die Brust drückt ihr raus und hier versucht ihr tatsächlich so leicht ins Hohlkreuz zu kommen. Ja? Die Arme nehmt ihr voneinander, die Handflächen zeigen nach vorne. Und was ich jetzt mache, ist, ich schwinge jetzt die Hände einmal übereinander und versuche hier mit den Schulterblättern zu klatschen. Das heißt, ihr konzentriert euch auf die Schultern. Dann könnt ihr hier immer die Hände wechseln und einfach hier schön schwingen. Sehr gut für den Rücken und ihr habt auf jeden Fall nochmal den Rückenstrecker richtig gut dabei. Wenn ihr ein bisschen in die Knie kommt, dann habt ihr auch nochmal die Beine, die ihr da ein bisschen mit beanspruchen. Okay? Gut, gut, gut. Timer wieder einstellen. Warte noch.
Okay. 10 Sekunden. Komm ein bisschen tiefer. Bein mehr strecken. Genau. Blick nach unten. So. Und los geht's. Genau. Jetzt versuchen, mit den Armen auf Schulterhöhe zu bleiben. Ja, genau. Und dann schön mit Schub, ja. Richtig schön mit Speed. Genau. Blick nach unten. Kopf gerade. Komm ein bisschen tiefer. Ja, genau. Und versucht hier, die Schulterblätter zu berühren. Genau. Zack. Super, genau. Das heißt, Schulterblatt klatschen, ja, und Beugen. Erste Runde. Am Anfang ist es immer easy, man denkt so, ach, das ist ja ganz anstrengend. Okay, und weiter geht's. Schön tief kommen, Blick nach unten, Arme bleiben vorne auf Schulterhöhe, nicht halten. Genau. Zack. Genau. Schön mit Schmackes, schon der Daumen zeigt nach oben, die Handfläche nach vorne. Sehr gut. Noch 5. Und Pause. Beine ein bisschen dabei, natürlich. Ja. Gut, wieder viele Muskeln, ja, wieder viele Kalorien hier vorbei. Und noch, weiter geht's. Dritte Runde. Komm ein bisschen tiefer noch wieder. Genau, Arme bleiben auf Schulterhöhe. Genau, und wieder mit Schub. Zack. Genau, lass sie ruhig runterfallen und dann hoch mit Schub. Genau, Handfläche nach vorne. Ja, super. Genial, wenn ihr keine Ringe habt. Und noch. So, jetzt noch die letzte Übung, danach haben wir es geschafft, ne? Endspurt. 4, 3, 2 und weiter geht's. Blick nach unten, kommt gerade. Genau. Schön vorne bleiben. Ja. Sieht man gut, wie der Rücken hier arbeiten muss. Noch 5, 3 und weg. Okay, Halbzeit. Letzten 4, dann haben wir es. Und weiter geht's. Genau. Den nach unten. Sieht sehr gut aus. Okay, letzten 5. Halte durch. Und okay. Letzten 3. Endspurt. 3, 2, 1 und weiter geht's. Genau, wichtig, schön atmen bei der Übung. Kommt, letzten 3, 2, 1 und einmal noch. Die ist krass, ne? Okay, letzte Mal und los geht's. Leg nach unten, genau. Komm ein bisschen tiefer wieder. Ja. Sehr schön, bleib mit den Armen auf Schulterhöhe. Letzten 5. Und geschafft. Yay. Sehr gut. Okay. Ja, erstmal großes Kompliment an dich, hast du sehr gut gemacht. Ich hoffe, ihr habt zu Hause genauso gut gemacht. Ja. Das Workout, das könnt ihr 2-3 Mal die Woche machen und dann habt ihr wirklich ein perfektes Ganzkörper-Workout. Und ja, genau, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ja, wir sind jetzt fertig, ne? Bis dann, macht's gut. Ciao. Ciao.